Da schiebt ein Mann sein altes Fahrrad durch den Regen und den Wind. Man sieht dem Mann und seinem Fahrrad sofort an, dass sie Freunde sind. Kann sein, der Mann und das alte Fahrrad wissen gar nicht mehr wohin. Kann auch sein, dass sie schon seit Jahren nur die gleiche Runde ziehen. Ich glaub, der Mann hat längst ein Rad ab, weshalb er sein Fahrrad liebt. Kann auch sein, dass das alte Fahrrad diesen Mann eigentlich schiebt. Kann sein, der Mann und auch sein Fahrrad fahren einmal um die Welt. Oder sie schleppen sich zum Schrottplatz, weil an beiden nichts mehr hält. Sein altes Fahrrad grad noch waren beide neu. Und weil es niemals größeren Spaß gab, deshalb blieben sie sich treu. Oh ja, der Mann und dieses Fahrrad, füreinander sind sie jung. Sie üben Kraft am Nanga Parbat, nehmen für die Steigung Schwung. Drum lasst es schneien, die Sonne scheinen und die Jahreszeiten gehen. Seht ihr den Mann mit seinem Fahrrad, sollt ihr still beiseite stehen. Ihr seht den Kampf und seht die Wahrheit, ja, setzt ruhig noch was drauf. Da schiebt ein Mann sein altes Fahrrad und die Hoffnung hört nicht auf. Ja, ihr seht den Mann und sein altes Fahrrad. Vielleicht ist das Rücklicht kaputt. Vielleicht hat das Hinterrad einen Platten. Oh Mann, ausgerechnet das Hinterrad. Aber dem alten Mann macht das gar nichts. Vielleicht ist es gerade dieses platte Hinterrad, das dem Mann an seinem Fahrrad so gefällt. Die Polizei hält ihn an und will sehen, ob alles okay ist. Und stellt fest, an diesem Fahrrad ist gar nichts okay. Aber was versteht die Polizei schon von Fahrrädern? Ja, dieser alte Mann hat sein Fahrrad gefunden. Ist es nicht das, wonach wir alle suchen? Vielleicht steht an der nächsten Ecke auch dein Fahrrad. Schau es dir an. Vielleicht erkennt es dich. Nimm es mit. Nimm es mit, aber nur dann, wenn's nicht abgeschlossen ist. Ihr seht den Kampf und seht die Wahrheit. Ja, setzt ruhig noch was drauf. Da schiebt ein Mann sein altes Fahrrad und die Hoffnung hört.